Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Paya Spezial. Speichern mal schnell. Ah, nee, doch nicht. Doch kein Speichern. Spannende Musik. Die nicht von mir ist, die ist durch das Patch dazu gekommen. Durch den Patch. Ah, es hat nicht so gut geklappt, weil unser Schleichen nicht so hoch ist wie bei dem regulären Part diese Woche. Wo wir das Sabbathaus gestürmt haben. Denn ja, wir haben das Sabbathaus diese Woche ja gestürmt. Ich habe mich vergewissert. Weil wir haben gerade mal Schleichen 2, das könnten wir doch schon besser machen. Was macht Schleichen Geschick? Geschick, Geschick. Brauchen wir da 8 dafür? Ne, 4. Sehr schön, Schlüssel knacken und Schleichen 1 hoch. Ansonsten waffenloser Kampf jetzt auf 5. Verteidigungskampf auf 3. Und bei Schlagschaden sind wir jetzt bei 2. Natürlichen Schaden und sowas kriegen wir dann nur durch Rüstung hoch. Das ist ziemlich wichtig. Ja, wir werden zwar so ein Schleichtyp sein, aber, und das ist ganz wichtig, bei Bossen kann man das nicht machen. Man kann nicht einfach bei denen schleichen und die fertig machen. Geht nicht. Bedeutet, wir brauchen da definitiv Verteidigung. Auch erledigt. Wir nutzen dann mal die Verdunklung hier durchzugehen. Man hört auch überall Geflüster. Die Mission läuft ein bisschen anders ab als in der. Es werden uns dann am Ende neue Gegner treffen, die uns im Normalspiel nicht getroffen hätten. So, und durch unsere Handgemenge, was relativ hoch ist, können wir ihn sehr leicht kontrollieren und einfach aufsaugen. Sehr schön. Such mal weiter nach Opfern. Ah, es ist so viel einfacher, irgendwo durchzukommen. Das war's für ihn. Wir gehen hier hoch. Jetzt nutze ich auch richtig die Vorteile meiner Klasse aus. Das ist richtig geil. Und so sollte man eigentlich das Verrato, also so kann man das Verrato spielen, oder das sind so ist der Spieldurchlauf, wenn man die Grundzüge des Verratos am besten ausnutzen kann. So gefällt mir das auch richtig, richtig gut. So muss das laufen. So sollte es immer laufen. Und das ist natürlich einiges vereinfachen. Wir brauchen uns keine Gedanken machen, dass uns jemand sieht, außer wir machen dann natürlich die Tür auf. Dann sollten wir natürlich aufpassen, dass uns keiner sieht. Deswegen immer schön speichern. Und dann gucken wir mal, ob wir das aufbrechen können. Sehr schön. Was geht hier ab? Ich würde gerne jemanden zum Austrinken. Wir sind mehrere Leute, okay. So, jetzt müssen wir ganz leise sein. Ganz vorsichtig. Die werden uns sehen, wenn wir gehen. Verdammt. Gut. Wir müssen trotzdem aufpassen, dass die. Dass die Zeit uns nicht in.
strich durch die Rechnung macht. Ach. Fuck. Verdammt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, dass die Verdunklung unten war. Und da war es schon zu spät. Da war es schon zu spät. So, wir trinken ihn aus. War... Ach. Oh Mist, treff ihn doch. Sag mal. Legt doch schon durch. Ich glaube, es hackt. Na komm her. Komm her. Ich hoffe, mich trifft keiner. Da haben sie mich doch noch getroffen. Na komm her. Hier muss es doch rausgehen. Auch nicht. Okay, das haben wir nicht gesehen. Den Bug haben wir nicht gesehen. 1 Minute 15, das sieht nicht gut aus. Komm her. Idiot. Idiot doch. Sag mal, danke fürs Sterben, auch wenn es ein bisschen lang gedauert hat. Also eigentlich müssten jetzt hier Vampire kommen und uns aufhalten, aber irgendwie kommt hier niemand. 1 müssen wir noch austrinken. Ach Gott, komm her. Es wird doch etwas knapp. Ach, kommt, lasst mich in Ruhe. Oh Gott, das wird sehr, sehr knapp. Hätte mich nicht so lange aufhalten dürfen. Wir bleiben nicht so lange. Ja, ist das something moving? Oh, links rum, wir sind gleich da. Ha. Oh. Wenn das mal nicht knapp war, Leute, wenn das mal nicht knapp war. The warehouse. Hopefully no ice. Tell me. She's on a go. Most of pleasure. So, das hatten wir ja alle schon gehabt, vorgestern oder gestern, ich weiß es nicht mal ganz. Ne, gestern kann es gar nicht für euch sein, weil es ja Samstag war, da ist ja Spezial angesagt. War ja Spezial. Sehr schön, wir haben auch das erledigt. Können wir gleich mal hier mit ihm sprechen. Nice work, Fledgling. I felt that explosion a mile away. It's all over the news too. Man, there's gonna be some pissed off Sabbat just howling for blood tonight. Danke, kennst du jemanden namens Beckett? Beckett? Well, I know of him. Why? Ich hab mit ihm gesprochen. No kidding. Huh. Must be something major happening if he's in town. Beckett is a historian of sorts. He's unearthed more vampire lore than anyone. Well, that's all Beckett does. Seek the truth behind our condition. Werd am Schluss ein paar ernsthafte Fragen stellen. What do you need? Ich habe deinen Ghoul Nox getroffen. I know you did. Sharp kid. Can track like a bloodhound. I watched him work for a while before I approached him. I had no idea how eager he would be to help. Das wusstest du? I knew you would. I had him watching you know who for me. It was inevitable you'd pass through her joint. I told him to keep an eye out for you, gave him lines to feed you, the whole bit. Es sah echt nicht so aus, als würde er mich erwarten. Come on, Fledgling, don't ever think you're ahead of the ball in this game. No matter what action you take, some kindred you never even met already foresaw it and found a way to profit from it. Habt ihr noch ein paar Fragen? Like what? Ein bisschen über die Sekten davon. Sure, Fledgling. It's war out there after all. You should know all you can about the different sides.
Ja, okay, dann gehen wir wieder. Ich dachte, mit ihm ist auch noch eine Quest. Those murders are definitely the work of Kindred. Probably some Caitiff getting revenge on everyone. You better get back downtown. Genau, wir müssen jetzt nach Downtown unterwegs, das schaffen wir ja auch gut. Dann gehen wir noch schnell zum Pier. Wir könnten allerdings auch nochmal schnell bei uns vorbeigucken, bei uns zu Hause. Wir haben jetzt natürlich 5 Punkte, können wir damit irgendwas machen. Wir könnten jetzt natürlich hier den krabbenden Käfer lernen. Uns aber egal, was ihr besser ist, vielleicht Schlösserknackung, Sicherheit, 6. Ausrüste können wir ja nicht. Könnten Einschüchter noch erhöhen. Nö. Ja. Alles noch irrelevant. Ich würde sagen, als nächstes tun wir wieder die Stärke erhöhen und unsere Verdunklung, weil dann können wir mit der... Solange sie unsichtbar sind, können sie mit der Angriffstaste töten. Wenn wir uns frei und unsichtbar bewegen. Und dann können wir uns unsichtbar bewegen und mit jedem interagieren und sogar Leute berühren. Uiuiui. Also einer vorbeigepackt. Oh. Ich war es nicht. Ich weiß dann gar nichts, was da wohl in der Galerie passiert ist, in dieser Kunstgalerie. Ich weiß es nicht. Genau, wir gehen nochmal zum Strand, weil ich jetzt gucken will, ob das stimmt, ob das jetzt verlegt wurde, die Quest. Erster Zug, der weise König zieht, um seinen Mauern zu schützen. Das ist übrigens hier die Nachricht dann, dass wir das Blut jetzt gefunden haben und abgegeben haben. Ich kann mal gucken, ob auch schon unsere Belohnung ankam. Und auch sehen, dass ich schon abgeholt habe. Nee. $150 wieder für uns. Sehr schön. Gut. Dann gucken wir mal schnell noch am Strand vorbei, ob da was Neues auf uns wartet. So, Beach Access. Stimmt es? Oder stimmt es nicht? Ist das Blatt davon jetzt offen? Ist das als Bonus jetzt dazu? Oder müssen wir wirklich die Bonusquest wie normal als E-Mail erhalten, wie es eigentlich damals auch normal war? Die Bonusquest erhalten solle. Ja, die Polizisten sind noch da, also bezweifle ich, dass das geht. Aber es ist jetzt zumindest öffnungsbar, würde ich sagen. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Im regulären Part. Und sicherlich auch bald wieder zu einer Folge Spezial. Ich glaube nächste Woche nicht. Vielleicht übernächste Woche oder die Woche drauf. Mal schauen. Bis dahin immer schön spezial bleiben.